Wahrscheinlich größte Fehler, den man machen kann, ist zu glauben, dass das, was jetzt auf uns zukommt, nämlich die neue Präsidentschaft von Donald Trump, in etwa das sein wird, was wir schon mal gesehen haben, nämlich in der ersten Präsidentschaft von Trump zwischen 2016 und 2020. Der riesige Unterschied ist schlichtweg, dass Trump damals wahrscheinlich ein Stück weit überrascht war, selbst von dem Sieg, und sich dann mit Politikern, mit Leuten umgeben hat, die eher traditionell unterwegs waren. Also herkömmliche Politiker waren, das gemacht haben, was vorherige Regierungen mehr oder weniger auch gemacht haben. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir ganz andere Typen im Trump-Kreis haben. Da haben wir nicht nur einen Elon Musk, da haben wir einen Ramaswamy, da haben wir Leute, die komplett anders ticken und die dieses Land USA neu auf die Füße stellen wollen, disruptiv agieren wollen und werden. Und das wird nicht ohne Erschütterungen abgehen für die Aktienmärkte, für Rohstoffmärkte, für Gold, aber natürlich auch für die Zinsen. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir starten zunächst mal mit der Euphorie, die ungebrochen zu sein scheint, auch wenn die US-Indizes ja am Freitag diesen Abverkauf hatten, heute zunächst auch mal schwach auf der Brust waren, jetzt sich ein bisschen wieder nach oben gehangelt haben. Wir sehen hier diese massiven Zuflüsse in die US-Aktienmärkte, vor allem letzte Woche mit Rekordzuflüssen von 56 Milliarden Dollar. Das ist der zweitgrößte Zufluss an Geldern seit 2008. Also da passiert etwas. Es gibt verschiedene Zahlen, verschiedene Berechnungsmethoden. Aber eins ist klar, es ist sehr, sehr viel Geld in die Aktienmärkte geflossen. Und das Problem ist, dass man hier nicht davon ausgehen sollte, dass die Dinge so weiterlaufen, wie sie bisher gelaufen sind. Wir werden also komplett neue Gewinner und neue Verlierer haben. Viele Gewinner werden die Verlierer sein und die Gewinner von einst werden, oder die Verlierer von einst, der werden wahrscheinlich die großen Gewinner sein. Das will ich gleich in diesem Video auch mal zeigen. Hier sehen wir dann Sentiment Indicator von Goldman Sachs. Der ist durchaus sehr, sehr hoch. Wir kommen also jetzt in eine neue Phase der Euphorie, weil die Wall Street sich sagt, ist doch super, Deregulierung, Steuersenkungen, das mögen wir. Aber man hat vielleicht noch nicht so den Fokus auf das Disruptive hier wirklich gelegt, und andere sind da auch bullisch, die vorher bärisch waren, wie der gute Mike Wilson, der ja lange im Bärencamp war, jetzt ins Bullenlager gewechselt ist und sagt, ja, also wir könnten 6500 Punkte erreichen. Er hat natürlich wie alle Analysten auch ein bärisches Szenario und so weiter und so fort. Analysten zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie das Wort vielleicht sehr stark betonen. Das ist natürlich auch schon deshalb eben schwierig, weil es die Zukunft betrifft, gar keine Frage. Aber eins ist klar, wir sind jetzt schon sehr, sehr teuer. Und viele glauben also, wir werden noch teurer. Wir haben hier, wie Daniel Eckert sagt, mit Sicherheit, wie er selber sagt, kein Crash-Profit. Wir haben jetzt ein KGV, das nicht bereinigte KGV von 30, da ergibt sich eine Gewinnrendite von 3,33%. Das mal verglichen mit der 10-jährigen Anleiherendite, die bei 4,45% ist. Das heißt nichts anderes, als dass eben der Anleihenmarkt eine sehr attraktive Alternative zu den Aktienmärkten ist. Und der sagt, das Ganze kann nur gut gehen, wenn es wirklich sehr, sehr starke Gewinnsteigerungen gibt. Und anders als 2016, als zum Beispiel die Unternehmenssteuer von 35 auf 21% gesunken ist, also sich nicht halbiert hat, aber schon in Richtung Halbierung gegangen ist, haben wir jetzt die Idee von Trump, die Steuern, die Unternehmenssteuern von 21 auf 15% zu senken. Das ist also einfach nicht mehr der ganz große Schritt. Und hier sagt auch der gute Daniel Eckert, die S&P 500 Dividendenrendite, die ist aktuell nur bei 1,25 und die war nur einmal niedriger, und das war im Jahr 2000. Das heißt, wir haben hohe, hohe Bewertungen, und jetzt noch als Sahnehäubchen obendrauf diese Trump-Euphorie, weil man sich sagt, naja, das ist doch eine gute Geschichte. Aber wir haben einen maßgeblichen Gegenspieler, und das sind eben die Zinsen, die Kapitalmarktzinsen. Die spielen dieses Spiel nicht mit und sagen, oh, das könnte aber ein bisschen holprig werden, diese ganze Geschichte. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben jetzt eine Gesamtzinsbelastung der USA, wie mein Kollege Hannes Zipfel hier schreibt, von etwa 5,3 Billionen Dollar. Und das bei einem BIP von um und bei 29 Billionen Dollar. Wir haben jetzt eine Gesamtverschuldung
die in Richtung 100 Billionen Dollar geht. Also wenn man die Konsumenten und die Firmen mit dazu zählt. Und da ist es natürlich ungut, wenn jetzt die Kapitalmarktzinsen so hoch sind. Denn das sind die Zinsen, die faktisch die entscheidende Rolle spielen. Nicht die Leitzinsen, die die Notenbank Fed setzt, sondern die Kapitalmarktzinsen. Denn diese Kapitalmarktzinsen bestimmen, was Banken an Krediten vergeben, zu welchen Konditionen, ob ich ein Auto kaufen kann, zu welchen Konditionen ich dafür einen Kredit bekomme. Das ist entscheidend eben gekoppelt an Anleiherenditen, vor allem an die 10-jährige US-Staatsanleihe. Und hier sehen wir mal das, was vor allem in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben auf der einen Seite eine unfassbare Ausweitung der Verschuldung, auf der anderen Seite eben aber auch eine sehr starke Ausweitung des Vermögens. Warum? Weil eben die, zum Beispiel die Aktienmärkte sehr, sehr stark gestiegen sind. Das macht viele Aktionäre auf dem, oder macht die Aktionäre auf dem Papier eben deutlich reicher, aber auch weil Hauspreise gestiegen sind zum Beispiel. Also da ist sehr, sehr viel Vermögen dazugekommen. Die Frage ist nur, wie ist die Substanz dieses Vermögens? Und hier sehen wir, dass also die Verschuldung praktisch mit der Bewertung an den Aktienmärkten, vor allem an Vermögenspreissteigerungen, mit einhergeht. Und was eins jetzt nicht passieren darf, das ist, dass diese Vermögenspreise zum Beispiel fallen und damit die Amerikaner faktisch ärmer werden, weil dann wäre das, was Sie hier links sehen, nämlich die Schulden, die hier aufgeschlüsselt sind in die verschiedenen Kategorien, die sind dann nicht mehr haltbar. Und das ist eben alles gekoppelt wiederum an diese Kapitalmarktzinsen. Und Trump, so vermuten viele, wird die ganze Geschichte schwierig machen in Sachen Kapitalmarktzinsen, vor allem für die Fed. Und so sagte Goldman Sachs einen Satz: Wir kommen jetzt in eine Periode, wo die, habe schon ganz hohe Stimme, gell, vor lauter Begeisterung, wo die Notenbank diesen monetären Stimulus wieder wegnehmen wird. Mit anderen Worten, die sagen, die Fed wird jetzt restriktiver werden, wird nicht mehr so stark unterstützen, und man sagt, das ist ähnlich wie Anfang 2022. Wir erinnern uns, in 2021, Ende 2021 hatten die Märkte ein Hoch gesehen, beziehungsweise dann auch noch ins Jahr 2022, und dann hat die Fed gesagt, wir werden die Zinsen anheben, und das wird natürlich auf einen Konflikt rauslaufen zwischen Donald Trump und der Fed, respektive Jerome Powell. Das ist schon absehbar. Aber wir sehen auch, dass die Kreditvergabe immer problematischer wird. Wir haben heute frische Daten bekommen der New York Fed, eine Umfrage. Und da heißt es seitens der Konsumenten, wir haben immer größere Schwierigkeiten, hier Kredite zu bekommen. Hier ist die Rede davon, dass zum Beispiel Autoloans, also Autokredite oder auch Mortgage Refinancing, also praktisch, wenn ich einen Kredit schon hatte, 10 Jahre Immobilienkredit, und dann muss ich den um weitere 10 Jahre verlängern, das wird immer schwieriger, die Kosten werden immer höher, das heißt, die Konsumenten kommen in eine ziemlich ungute Situation, und viele Banken weigern sich inzwischen, oder immer mehr Banken weigern sich inzwischen, eben diesen hochverschuldeten Konsumenten und auch Firmen teilweise noch Kredite zu geben. Und das wird eben verstärkt durch den Anstieg der Renditen. Wir haben heute die 30-jährige Anleihe etwa, die jetzt auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen ist, angeblich wegen des Growth Outlook, also des Wachstumsausblicks, weil man sagt, ja, Trump, das wird die Wirtschaft nochmal richtig ankurbeln. Aber die Kapitalmarktzinsen sind vor allem auch ein Gegenspieler von Trump, weil sie eben sagen, naja, das wird nicht so einfach funktionieren, das wird die Verschuldung nach oben bringen, das wird die Inflation nach oben bringen, deswegen werden auch die Leitzinsen nicht so stark fallen, wie man lange erwartet hat. Also das ist hier jetzt das große Thema. Die Fed senkt die Zinsen, aber die Märkte heben die Zinsen an. Also die Anleihemärkte heben die Zinsen an. Und das wird der große Kampf zwischen Donald Trump: Ich mache euch die Wirtschaft hübsch und bringe euch die Preise runter. Ob das gelingt, da habe ich meine Zweifel. Und auf der anderen Seite die Kapitalmarktzinsen, also die Anleihemärkte, die das nicht so wirklich mitspielen, dieses ganze Spiel. Und dieses Spiel ist ein Stück weit auch entstanden durch Biden selbst. Ich glaube, dass diese Inflation, diese Preise,
Preissteigerungen, die letztendlich zum Wahlsieg von Donald Trump geführt haben. Das war das entscheidende Argument, nämlich zu sagen, die Preise sind zu stark gestiegen, da müssen wir was machen. Trump verspricht das, wahrscheinlich ohne das einlösen zu können. Aber Biden selbst, so jetzt das Wall Street Journal, hat einen nicht unerheblichen Anteil schon in der Obama-Regierung gehabt, dass man da nochmal Stimulus obendrauf gebracht hat, nochmal sozusagen Geldmengenausweitung mitgespielt hat, staatliche Nachfrage geschaffen hat, indem man das Budget immer weiter ausgeweitet hat. Und genau das ist der Punkt, an den Trump jetzt ran will, wo er radikal kürzen will, wo er Leute hat wie Musk und Ramaswamy, die dazu beauftragt sind und das wahrscheinlich versuchen werden. Und das wird eine Zeit lang versucht werden, bis es dann nicht mehr versucht wird, weil dann fliegt den Amerikanern wahrscheinlich der Laden um die Ohren. Das kannst du nicht mehr stoppen, wahrscheinlich so ein Rad, das hier schon ins Laufen gekommen ist. Und jetzt sagte Trump auch ganz klar, ich werde den Finanzminister auswählen. Das ist ja jetzt in der heißen Phase. Wer wird der neue Finanzminister? Sehr wichtige Position. Nach der Maßgabe auch, ob er bereit ist, wirklich ganz harte Zölle einzuführen. Also diese Zölle. Und das ist, glaube ich, so eines der entscheidenden Punkte. Viele Leute sagen, naja, der wird die Zölle einführen, aber mehr so als Druckmittel und dann wird er verhandeln und dann musst du vielleicht keine zahlen, der andere muss sie zahlen. Ich glaube, dass diese Zölle das ideologische Kernelement der Trumpschen Ideologie ist. Wenn er denn eine hat, dann hat er die Ideologie Zölle. Er sagt ja, es gibt nur drei wichtige Dinge, Religion, Familie und Zölle, so hat er neulich gesagt. Und jetzt ist hier auch bekannt geworden, dass das Beraterteam von Trump sagt, ja, wir werden auch diesen riesigen Hafen in Peru, den Peking, den die Chinesen haben, bauen lassen und der sozusagen ja die kompletten Wege zwischen Asien und Südamerika verkürzen würde, dann könnte man über Südamerika auch zum Beispiel in die USA exportieren. Das wäre alles sehr schlank und sehr schick, haben sich die Chinesen überlegt. Aber Trump sagt, nee, das ist nicht. Ihr müsst dann mindestens 60% Zölle zahlen, wenn ihr das zu uns bringt. Also er versucht sozusagen, die Chinesen hier schon ein Stück weit schachmatt zu setzen mit ihren Versuchen, hier Alternativen zu schaffen. Und dann sehen wir auch bei Goldman Sachs etwa, dass man sagt, gut, also Importe aus China, die könnten 20% betragen, zum Beispiel auf Autos. Und hier sagt man, ein genereller Zoll auf alles, was aus dem Ausland in die USA kommt, von 10%, sehen wir als ernsthaftes Risiko, ist aber nicht unser Basisszenario. Und das ist genau die entscheidende Frage. Wird Trump das durchsetzen? Ist er sozusagen bereit, wirklich diese Ideologie komplett umzusetzen oder ist es nicht? Und viele an der Wall Street glauben, naja, das ist so ein bisschen wie 2016 und folgende Jahre, da war das ja alles so ein bisschen mit Tamtam und ich werde machen und dann ist es immer viel weniger gewesen, was dann passiert ist. Aber ich glaube, diesmal hat er ein anderes Entourage um sich und wird auch dementsprechend anders handeln. Jetzt schauen wir uns mal an, was sozusagen das schon für die Aktienmärkte bedeutet. Wir hatten im Finanzsektor etwa, der war ja bis zur Finanzkrise sehr, sehr wichtig und geradezu dominant. Dann kam der Absturz, von dem man sich eigentlich nie wieder so richtig erholt hat, aber jetzt beginnt sich zu erholen. Das heißt, was interessant werden kann, wären zum Beispiel Finanzwerte. Wir haben bereits jetzt schon das beste Jahr, also bis jetzt Mitte November, das beste Jahr für Finanzwerte seit 2016. Deregulierung ist hier natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Tech-Sektor, der 2023 nach oben explodierte, aber im Grunde in diesem Jahr stagniert in Relation zum S&P 500. Vorhin haben wir gesehen, die Finanzwerte in Relation zum S&P 500. Jetzt sehen wir die Tech-Werte. Und ich glaube, dass diese Tech-Werte am gefährdetsten sind, insofern, als sie eben viel Geschäft international machen, eben sehr stark abhängig sind, auch was Zulieferer betrifft aus Asien. Und wenn hier Donald dann richtig seine Geschichten durchsetzt, dann wird das schwieriger, dann wird das für diese Tech-Konzerne schwieriger. Ich bringe mal das Beispiel Apple, produzieren in China oder in Indien. Das wird sehr, sehr problematisch werden. Und auf der anderen Seite sehen wir eben diese Disruption, die hier geplant ist mit Robert Kennedy Jr., der ja Gesundheitsminister werden soll, laut Trump. Und er ist bereit, unbedingt diesen Mann durchzusetzen. Das hat er ihm ja im Wahlkampf auch ein Stück weit versprochen, damit der seine Kandidatur aufgibt. Und wir sehen, wie die Märkte schon reagieren. Healthcare, also Aktien aus dem Gesundheitssektor, Biotech ist massiv unter Druck.
Da sind gigantische Summen zu verteilen. Das Ministerium von Kennedy Jr. hat etwa 3 Billionen an Etat. Das ist also riesig. Und da wird es viele Opfer geben. Da wird es Kollateralschäden geben, wenn der Mann das wirklich durchsetzen kann. Da gibt es auch bei den Republikanern inzwischen schon Bedenken. Man sagt, der ist ja nicht so richtig qualifiziert. Der hat ja nicht so richtig Ahnung. Ja, jetzt könnte man sagen, gut, wir haben in Deutschland auch den einen oder anderen Politiker, der in diesem Bereich, in dem er Wirtschaftsminister ist, zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Gell? Ich will ja keine Beispiele nennen, aber dieses Beispiel, da hat der ein oder andere deutsche Politiker null Ahnung davon und wird trotzdem sozusagen in die Ausbildung geschickt, jahrelang, um dann die ganze Geschichte gegen die Wand zu fahren. Also das ist aus meiner Sicht kein Argument. Entscheidend ist hier dieses Disruptive. Also wir machen alles anders. Wir stellen das komplett neu auf und das ist eben anders als etwa 2016, als Trump an die Macht kam. Wir sehen hier jetzt auch diese Rallye von Consumer Discretionary, vor allem in Relation zu Consumer Staples. Also Consumer Discretionary sind Dinge, die du kaufen kannst. Autos zum Beispiel, etwa ein Tesla. Die Tesla-Aktie jubelt, weil eben zum Beispiel jetzt auch selbstfahrende Autos durch die Trump-Administration oder dieses autonome Fahren sozusagen maßgeblich gepusht werden soll. Also auch das ist ein Unterschied, der sehr klar ist zur Vorgängerregierung und wir sehen das noch an vielen anderen Fronten, etwa im Energiesektorbereich, wo ja Mr. Wright hier jetzt der Energieminister werden soll, jemand, der ganz klar in Richtung klassische Energien unterwegs ist, in Sachen Atomkraft unterwegs ist. Das ist sozusagen ein totaler Kontrapunkt gegen das, was in Deutschland passiert. Oder auch weltweit ein Stück weit ja passiert ist. Wir sehen hier übrigens, der Mann ist auch im Aufsichtsrat von Oklo, ein Unternehmen aus dem Atomsektor, das maßgeblich nach oben schießt. Und jetzt kommt eben diese Disruption, auch was den Staatsapparat betrifft. Man berichtet bei Politico, bei Axios, dass offenkundig die Trump-Administration versucht, auch Kompetenzrechte des Senats wie auch des Abgeordnetenhauses einzuschränken. Und man wird wahrscheinlich den gesamten Beamtenapparat ziemlich rasieren. Das schlägt hier Vivek Ramaswamy vor, der mit Elon Musk ja hier dieses Budget-Effizienzbüro leiten soll, das ja eigentlich gar kein staatliches ist. Auch das ist schon mal eine komische Situation. Du hast praktisch sehr, sehr einflussreiche Leute, die aber nicht ein offizielles Staatsamt bekleiden, also nicht ein Ministerium leiten. Auch das ist sehr wichtig. Und er sagt, also ich werde hier wahrscheinlich durch Executive Action, wird er hier praktisch jede Behörde massiv cutten oder wird hier massiv eingreifen. Es gibt ganze Government Agencies, die komplett aufgelöst werden. Also da ist nicht nur eine Schrumpfung einer Behörde der Fall, sondern die Behörde ist weg, die gibt es nicht mehr. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir ja in den letzten Jahren vor allem jetzt wieder einen sehr starken Zuwachs an Leuten haben, die eben für den Staat arbeiten in den USA. In Deutschland ist das noch ein bisschen verschärfter. Aber hier sehen wir das, das sind 23,5 Millionen Menschen etwa. Und da kann man sich vorstellen, dass da ein paar Millionen wohl abgebaut werden. Diese Leute sind dann praktisch nicht mehr in Diensten des Staates. Das hat Folgen für den Konsum. Da wird einiges passieren und auch mit dieser illegalen Immigration. Wenn wir uns vorstellen, in Kalifornien etwa ist jeder zweite Landarbeiter, also der in der Landwirtschaft arbeitet, ist ein Illegaler. Der Bau ist praktisch zu 30-40% sind Illegale, also Leute, die eben bereit sind, für relativ wenig Dollars da zu arbeiten. Wenn das jetzt passiert, dass Trump, wie er hier heute gesagt hat, einen nationalen Notstand ausrufen will, um diese Leute abzuschieben, dann wird das auch massive Konsequenzen haben, auch übrigens in der Kostenstruktur. Wenn du 1-2 Millionen Leute abschiebst, dann kostet das bis zu 1 Billion Dollar. Also das ist auch eine Kostenfrage. Wir wissen das hier aus Deutschland, wenn da jemand nach Afghanistan abgeschoben wird, das ist sehr, sehr teuer. Also das ist dann auch eine Kostenfrage. Gleichzeitig fallen diese Arbeitskräfte weg. Auch das dürfte eben diesen inflationären Impuls dann letztendlich treiben. Und das in einer Situation, wo die Amerikaner ja im Prinzip das Ding Nummer eins sind, absolut in der Welt der Finanzen. Hier sehen wir mal
Global Market Cap in Sachen Equities, also in Sachen Aktienmarkt, ist man bei 42,6% und FI ist also Fixed Income, also Anleihemärkte, da ist man bei 39,3%. Das ist also der entscheidende Markt. Und wenn dieser entscheidende Markt letztendlich mit einer kompletten Disruption überzogen wird, dann könnte die Geschichte richtig bunt werden und wir wollen uns gleich anschauen, wie bunt die werden kann. Das werde ich zum Beispiel auch besprechen am Mittwoch wieder mit Dr. Bastian Siegert. Da hatten wir im Vorfeld der Wahlen ja schon mal miteinander gesprochen. Das wollen wir jetzt tun und sozusagen die Konsequenzen dieser Wahl, was das alles bedeuten wird mit diesem Portfolioverwalter, der also dieses Geld anlegt, der entscheiden muss, was tut er. Da wollen wir uns drüber unterhalten um 19 Uhr. Wenn Sie das sehen wollen, bitte anmelden. Da ist so ein Link, E-Mail-Adresse reicht. Zack, einfach E-Mail angeben und dann werden Sie sozusagen unterrichtet, wie Sie das sehen können. Packe ich unter das Video und auch jetzt im zweiten Teil, den ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, geht es um Gold, geht es um diese geopolitischen Konsequenzen. Da hängt alles mit allem zusammen und die Dinge werden immer spannender, immer dramatischer, könnte man sagen. Das werde ich zeigen im zweiten Teil, den ich ebenso unter das Video verlinke. Seien Sie dabei, bis gleich, ciao.